Hallihallo. Bevor ich anfangen kann, wollte Maunzi hier noch mal schnell Hallo sagen. Ne, Maunz? Ja. Sag mal Hallo. Ich bin auch da und habe ganz schmutzige Pfoten und muss die jetzt gleich mal bei Frauchen sauber machen. Ne? Also er ist noch hier. Ja, ich fange gleich mit dem Video an. Ich wollte euch nur kurz mal meinen kleinen Star zeigen. Hier ist immerhin Pfötchen zu sehen. Er hat wunderbares, schwarzes, schmutziges Fell. So, nachdem ich eine Weile mit meinem Kater gekuschelt habe, ist er von dannen gegangen, was nicht heißt, dass er nicht wiederkommt. So, ich möchte mit euch ein bisschen was testen. Und gestern habe ich ja mit diesem wunderbaren Stardust Metallpigment in Grün dieses Blatt gemacht hier. Und es ist wieder mal sehr sonnig bei uns. Nein, bei uns im Norden ist es nicht immer sonnig. Und da dachte ich, weil ich wurde gefragt, wie das ist, weil ich habe es ja mit dem Distress Glaze gemacht. Und das ist ja, ich weiß nicht, ob das sowas wie Bienenwachs ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es Wachs. Und damit habe ich das gemacht. Und dann wurde ich ja gefragt, wie das ist, wenn man jetzt drüber fässt. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen drüber gehe, seht ihr, ich habe grüne Finger. Und Moment, ich habe hier irgendwo feuchte Tücher. Und jetzt werde ich deswegen das mal mit was anderem probieren. Also in den Videos machen die das immer mit Bienenwachs. Ich bin aber recht sicher, dass Bienenwachs den gleichen Effekt hat wie dieses Distress Glaze. Man kann es ja trotzdem verschicken, weil man soll halt nicht drüber reiben. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere das mit euch mal. Und ich wollte aber, bevor ich das gleich mache, noch mal was anderes probieren. Und zwar will ich jetzt mal den Hintergrund machen. Na, Buddy, mein Süßer, jetzt ist mein Hund auch da und will mit mir kuscheln. Ja, dann habe ich nämlich, ich habe ja auch noch hier dieses Mica Minerals von Lavinia. Habe ich in mehreren Farben. Und zwar einmal hier in diesen rötlichen Glitzer. Dann hier ist Metallic Bronze. Ich kann gerade nicht kuscheln, Süßer. In Gold, in so ein hellblau Pine Forest und nochmal hier so ein Lila. Und jetzt teste ich mit euch mal was. Und danach teste ich gleich dieses nochmal. Und zwar habe ich das in einem Video gesehen. Ich gucke mir ja auch Videos an. Ich mache nicht nur Videos, sondern ich gucke mir auch welche an und dachte, ich probiere das jetzt auch mal. Ich habe hier Haushaltsfolie. Und da schneide ich mir mal hier ein Stück ab, sofern das irgendwie zu schneiden ist. Hier habe ich noch eine andere Schere. Schnippel die Schnipp. Das müsste von der Größe hoffentlich passen. So, dann werde ich das nämlich jetzt hier, wir testen mal wieder. Teststunde mit Anja, ich mache das ein bisschen nass. Dann nehme ich mir hier einen trockenen Pinsel. Und dann gucken wir mal, ich glaube, ich nehme dieses hier. Erstmal eine Wolke raus. Aber als erstes werde ich hier mal Quatsch. Habe ich jetzt das Falsche genommen? Ja, jetzt habe ich das genommen mit meinen. Wo habe ich es denn hin? Ich habe jetzt gerade meine falschen Farben genommen. Und zwar habe ich meine Nuvo Drops genommen. Und die wollte ich gar nicht. Und jetzt bin ich ja mal nicht vorbereitet, weil ich das Falsche gegriffen habe. Wo sind sie denn? Die waren immer hier vorne, weil ich aber umstrukturiert habe. Weiß ich nicht, wo sie sind. Das ist jetzt mal echt blöd. Ich mache mal Pause. So, und im Gegensatz zu mir habt ihr es bestimmt gesehen, dass die da doch drin standen. Da, wo ich meine Nuvo Drops drin habe, sind auch diese drin.
Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, wie nass mein Papier noch ist. Also sprühen wir hier mal noch mal ein bisschen rauf. Und dann das ist hier Nuvo Shimmer Powder. Und dann nehmen wir noch ein bisschen von dem. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt trotzdem nehme oder nicht. So, das sind Pigmente, die sich mit Wasser aktivieren. Ich habe jetzt schon vorher Wasser drauf gemacht und jetzt sprühe ich mal noch Wasser rauf. Und dann werde ich nicht dieses nehmen, sondern das Goldene. Und werde hier mal so ein bisschen was. Bisschen drauf machen. Wie hier so ein bisschen Goldeffekt mit drin haben will. Und das mache ich jetzt am Anfang, weil ich es gleich zur Seite packen werde. So, jetzt. Damit das Gold überall ist. Und dann mache ich mal noch mal ein bisschen Wasser und irgendwo habe ich meine Folie, hier ist sie. Und dann machen wir mal die Folie darauf. Knittern die so ein bisschen zusammen. Und lassen da so ein paar Falten überall. So. So sieht es jetzt aus. Und dann lege ich es hier mal rüber zum Trocknen. Machen wir mal hier mal sauber. Und ich lasse, habe es wie gesagt am Anfang gemacht, damit es jetzt da Zeit hat zum Trocknen und wir in der Zeit was anderes machen können. Und zwar habe ich mir gedacht, dieses Pulver hier, Stardust, das werde ich gleich mal mit zwei verschiedenen Arten noch mal testen. Und zwar habe ich ja hier, das Mounty übrigens wieder, falls ihr ihn nicht gehört habt, habe ich jetzt noch die zwei. Na, Buddy, kommst du gleich angerannt, wenn Mounty hier ist? So. Und dann habe ich ja hier übrigens auch noch meine Brushes, die ich jetzt gar nicht benutzt habe. Das ist übrigens unbezahlte Werbung. Und dann habe ich hier, Moment, ich gucke mal, von den Stempeln, die ich von, werde ich diesen hier mal nehmen. Den. Und den werden wir jetzt mal stempeln zusammen mit meiner Stempelhilfe. Der ist, wie gesagt, von Stamperia. Habe ich bei Craftelier gekauft. Und dann nehme ich den mal hier rüber. Nimm mir meine Stempelhilfe. Es ist bei euch eigentlich auch immer so, ja bestimmt, ne? Dass wenn ihr bastelt, dann der Arbeitsplatz aussieht wie Rumpel. So, die kommen jetzt mal hier oben rein und zu. Dann habe ich mir jetzt noch mein Crystal Glaze geholt, obwohl ich es jetzt gar nicht benötige. Stelle ich das mal hier hinter mich. Und wenn ich den 1000. Abonnenten habe, mache ich hier eine Live-Room-Tour. Dann könnt ihr mal sehen, was ich alles so habe, wie ich alles aufbewahre. Und ja, so ist jedenfalls der Plan beim 1000. Abonnenten. Zusätzlich zu dem Gewinnspiel
wo mir mal gesagt wurde, ich muss dieses Gewinnspiel, muss ich reinsagen und schreiben, dass die Leute meinen Kanal sichtbar abonnieren müssen. Wie gesagt, das wurde mir alles gesagt und dann wurde mir jetzt gesagt, dass man das gar nicht macht und dass das gar nicht schön ist. Und deswegen habe ich das in meinem anderen Video schriftlich noch alles abgeändert. Also guckt bitte da, wenn ihr da reinguckt und teilnehmen wollt, ohne Bedingungen. Die Auslosung ist, ich habe da ein Datum reingeschrieben in 2 Wochen. Die ist natürlich dann, wenn ich den 1000. Abonnenten habe. Dann findet die Auslosung statt. Hat nichts mit Facebook zu tun oder mit YouTube oder sonst wie. Das sind Sachen mit dem Überraschungspaket, sind nur Sachen drin, die ich selber gekauft habe, ohne dass sie mir jemand zur Verfügung gestellt hat. Das nur mal dazu. So, jetzt habe ich hier mein Embossing-Stempelkissen. Und will das jetzt mal noch mal mit einer anderen Art und Weise probieren. Wie gesagt, ich will das jetzt einfach mal testen, weil mir das natürlich auch keine Ruhe lässt, wie ich dieses wunderbare, diese tolle Farbe am besten nutzen kann. Weil es ja mal echt mega genial ist. So. Dann benutze ich dafür jetzt das statt normalen Embossing Powder ist das hier sticky. Das heißt, es bleibt klebrig, wenn es geföhnt ist. So der Plan. Ich glaube, ich mache noch einmal und dann ist gut. Einmal zumachen und wegpacken. Ich lasse das mal an der gleichen Stelle, weil falls ich das nochmal nutzen will, ist es genau an der gleichen Stelle. Dann nehme ich mal hier mein altbekanntes, ups, jetzt habe ich darauf gefasst, mein bekanntes Schmierpapier. Jetzt habe ich hier ein Hundehaar oder ein Katzenhaar. Mache hier mein Embossingpulver rauf. Und ich habe wieder mal meinen Embossing Buddy, der genau vor mir liegt, nicht benutzt. Aber ich habe hier ja einen Pinsel, ne? Für die Sachen, wo es ein bisschen drüber ist. Aber es ist eigentlich auch Wurst. So. Dann machen wir das mal zurück. Ich glaube, ich muss mir langsam mal ein neues Papier nehmen. Ist schon ein bisschen, hat schon ein bisschen gelitten. Das packe ich mal hier rüber. Und dann mache ich gleich erstmal meinen Arbeitsplatz sauber. Damit ich das Pulver hier nicht schmelze, dann muss ich meinen Stecker reinmachen von meinem Embossing-Föhn. Hinter mir hängt und ich habe ihn noch nicht abgenommen. Ich habe ja hinter mir so eine Lochwand von Ikea und die habe ich hier an meiner Schränke rangeschraubt an die Tür und da hängt jetzt mein Schneid- und Falzbrett und so eine Sachen hängen da. So, Achtung! Nanu, warum ist denn das schief? Soll so nicht sein, ne? Ich mach das mal jetzt trotzdem an.
Okay, das klebt, aber es klebt nicht wirklich doll. So, da ist es. Dann mache ich mal kurz den ein bisschen sauber, den Pinsel. Und gucke mal. Ob das funktioniert. Ich nehme jetzt mal einfach mal nur ein oder zwei Buchstaben. Das geht, aber so richtig schön ist es nicht. Ich werde das mal gleich noch mit dem Mika-Pulver versuchen, hier mit diesem hier von Lavinia. Und dann nehme ich mal hier dieses Grün-Blau. Mal gucken, wie das geht. Ich glaube, das ist dafür tatsächlich besser geeignet. Also es geht schon, aber dafür, dass es so eine ultra tolle Farbe ist, wo nicht so viel drin ist, finde ich das zu teuer, um das für diesen Effekt hier zu nutzen. Also das Mika-Pulver geht dafür, aber dieses Pulver, ich habe das ja schon mal in einem Video benutzt, ich finde, das ist nicht so klebrig, wie ich es gerne hätte. Also das kann man hier gleich mal noch wegmachen, aber nee, das ist nicht überzeugend, also muss ich es gleich mal noch mal probieren mit dem gleichen Stempel, aber ich nehme normales Embossing-Pulver. Und wenn ihr das dann hier so rüber geht, dann ist es schon schön, aber nicht beeindruckend. Nee, ne? Was sagt ihr? Nee. Das muss ich mal, mache ich mal mit dem Papier nochmal. Und wie gesagt, ich nehme normales Embossing-Pulver. Dann habe ich mein Papier ein bisschen sauber gemacht. Das war jetzt nicht überzeugend. Nächster Versuch. Und ich nehme wieder. Ups. Diesmal nehme ich hier dieses super fein. Ich könnte natürlich auch. Nee, ich werde es einfach zweimal machen, damit es ein bisschen doller haben ist. Also zweimal stempeln und zweimal embossen. Und dann gucken wir mal, wie der Effekt ist. Dieses Teil, was ich hier habe, habe ich übrigens auch bei Amazon bestellt. Werde ich auch mal noch mit verlinken. Ich finde das sehr gut, weil man damit den Druck gleichmäßig verteilen kann. Und ich habe wieder mal mein Embossing-Kissen, um die Statik runterzukriegen, liegt hier oben. Und ich habe es nicht benutzt. Echt peinlich, dass ich darüber gerade gesprochen habe und es schon wieder nicht benutze. Aber gut, ist wie es ist, ne? So. Dann mal rüberlegen und hier übrigens Fenster auf, und weil hier gerade unsere Nachbarn irgendwie nach Hause gekommen sind, bellt Buddy, weil er der weltfeinste Wachhund ist. So, dann kommt es zurück. Achtung, gleich wird es wieder laut.
So sieht es jetzt aus. Und dann werde ich das nochmal stempeln. Und mit dieser wunderbaren Stempelhilfe treffe ich natürlich auch die gleiche Stelle, wo das Papier sich jetzt ein bisschen gewellt hat. So. Und das mache ich damit das Embossing-Pulver, also das damit jetzt einfach die doppelte Dicke hat. Also diese Stempelhilfe kann ich nur allen wärmstens empfehlen. Ich hatte vorher ja eine andere, aber diese hier, oh, wieder ein Hundehaar, hat, zeige ich euch gleich. Hier rechts und links ist es ein bisschen höher, sodass die Sachen Tatsache hier immer die gleiche Position treffen. So kann man immer die gleiche Position treffen, wenn man was embossen will oder doppelt stempeln will. Wenn man jetzt, wie ich hier zum Beispiel, wenn ich die Karte noch weiter bearbeiten möchte und ich da Farbe drauf mache, dann könnte ich rein theoretisch da an der gleichen Stelle nochmal stempeln und nochmal rüber embossen, wenn ich es denn will. Was ich natürlich jetzt nicht möchte, weil ich jetzt gleich dieses Grün nochmal benutze und hoffe, dass das schön aussieht. Moment. So. Nochmal Föhn, Achtung. Sehen, dass es jetzt ein bisschen dicker ist. Ne? Das ist einfach der Helligkeit hier geschuldet, dass ihr das nicht so gut sehen könnt wie ich. Moment, machen wir mal den Stecker raus. Und dann werde ich aber wieder hier reingehen, aber nur um das mit meinem Finger besser aufnehmen zu können. Mache ich das wieder auf. Und nehme ein bisschen von. Finger reintippen. Mega grünen Finger. Und ja. Guck, Gabi, das funktioniert nicht. Ja, das geht so nicht. Ich werde das jetzt hier einfach mal drüber machen, trotzdem. Aber es funktioniert jetzt nicht so. Und ich werde das gleich mal. Euch das mal an, was das für eine geniale Farbe ist. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Und wenn ihr das jetzt nicht so gut sehen könnt wie ich, ist das ja mal die ultra geniale Farbe. Hier oben, wo ich noch das Sistress Glaze mit drauf habe, also hier unten ist es tatsächlich ein bisschen besser als hier oben. Gucken, ob ich das hier noch ein bisschen runterwischen kann.
Also die Farbe ist ja mal absolut genial. Ich würde euch das immer gerne im Licht zeigen. Also grandios. Und wenn ich das Glaze hier wieder runtergeholt habe, ist es Tatsache auf dem Buchstaben doch besser. Guck, Gabi, weil eine aus meinem Facebook-Gruppe hat gesagt, ich sollte das mal probieren. Und das sieht sehr schön aus. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ich mache das mal einfach hier auch noch ein bisschen, mal gucken. Aber nee, das, so ein bisschen, aber das hat nicht so den Effekt. Sehr bedauerlich, dass das, also dieses Sticky ist nicht wirklich klebrig. Das mache ich mal zu. Und dann werde ich mal meine Finger sauber machen mit meinem feuchten Tuch, halt richtig zumachen. So. Und das auch zumachen. Und bei dem hier werde ich gleich mal noch mit Wasser und diesen anderen Dingern hier arbeiten. Den Nuvo Shimmer Powder. Und mal gucken, wie das wird. Wie gesagt, aber hier will ich es nicht testen, weil hier finde ich einfach dieses, oh Gott, ist das grün schön. Das sieht echt toll aus. Ich glaube, ich werde es nochmal mit Prägen versuchen. So, und hier werde ich jetzt Wasser drauf sprühen und hier von der ein bisschen drauf machen. Sprühe mal ein bisschen Wasser rauf. Ich sprühe das jetzt von hinten an, damit es auch sich nicht so dolle nach vorne wälzt. Noch mal einen Stecker rein und dann machen wir das auch mal kurz trocken und gucken, wie das aussieht. Achtung, laut! Gehabt. Okay, dieses Experiment ist jetzt nicht so super schön. Aber wer weiß, wenn es erstmal trocken ist, dann glänzt es bestimmt noch. Ich packe das mal auch zur Seite, damit wir das angucken können in meinem nächsten Video, weil bis ich das jetzt getrocknet habe, dauert es mir zu lange. So sieht schon mal ganz schön aus, ne? Ich mache jetzt mal Pause und mache was mit einem Prägefolder und mache das gleich nochmal mit euch zusammen, nur bis ich das jetzt hier mal ein bisschen Ordnung gemacht habe. Bis gleich. So.
Jetzt habe ich diesen Prägefolder genommen. Und eignet sich ja perfekt dafür, ne? Also neuer Versuch. Aber das ist der letzte für heute. Und ich nehme es wieder hier mit. Wobei ich das vorher irgendwie ja noch ein bisschen ändern muss. Das ist jetzt so, ist es sonst doof. Nur was nehme ich da für eine Farbe? Ich nehme Blau. Ich nehme ein dunkles Blau. War nur so blank. Übrigens, guck mal, so sieht es jetzt erstmal aus. Aber im Moment lassen wir noch. Und dann gucken wir mal. Ich nehme mal den hier. Müssen wir uns ein bisschen Sorgen machen, weil Mounty noch gar nicht wiedergekommen ist. So, jetzt föhne ich das noch einmal kurz an, damit die Farben relativ trocken sind. Und dann machen wir mal nochmal einen Versuch. Ne? Achtung, laut. So, nochmal aufmachen und dann ist es aber jetzt in diesem Video der letzte Versuch hiermit. Also ich werde mit Sicherheit noch einige anderen Male was damit machen, aber in dem Video. Belassen wir es denn mal bei dem Versuch. Ihr könnt es ja noch nicht sehen, aber das macht ja schon mal, ja, sieht schon mal schön aus. Ich glaube, ich muss das gleich mal, ich habe hier noch ein paar andere Sachen. Moment, zeige ich euch gleich mal. Das mache ich mal zu. Und zwar habe ich, Moment, noch dieses und davon habe ich noch ein paar andere. Und hier habe ich das nochmal in Blau. Das ist sehr hell. Ich werde das jetzt mal mit diesen sofort trocknende Seidenglanzfarbe und die werde ich jetzt einfach mal auch mit meinem Finger hier so ein bisschen mit drüber machen.
Also das kriegt man garantiert hier mit diesen Fingerschwämmchen auf, aber ich mache das jetzt mal hier einfach mit meinen Fingern. Und zwar hier, wo das blau ist, ein bisschen doller. Und Patti kann sich heute nicht entscheiden, ob er bei mir oder bei Robin sein will. Und deswegen liegt er vor meinem Bastelzimmer an der Treppe. An der Treppe nach oben zu Robin. So. Das ist hier übrigens was anderes. Das ist Patina-Wachs. Wir probieren jetzt einfach alles aus, ne? Und den nehme ich mit einem anderen Finger. Und werde den mal hier so. Nee, den mache ich da jetzt nicht hin. Falscher Deckel. So, erstmal gleich. Aber mit dem Blau finde ich schon mal gut. Einmal Finger sauber machen. Und dann zeige ich euch noch. Nee, den Effekt von dem anderen, was ich gerade gemacht habe. Da mache ich gleich mit euch ein extra Video. Nochmal. Und das zeige ich euch gleich. Ich will nur meine Finger ein bisschen sauber haben. So. Und so sieht es jetzt aus. Man sieht dieses Grün schon, aber ihr könnt es wahrscheinlich nicht so gut sehen wie ich. Ich werde hier gleich noch den Rand. Ich mache das mit euch. Ihr habt ja noch Zeit, ne? Ich mache jetzt mal den Rand nicht hier mit, sondern mit Vintage Foto, wo ich das erst schneiden muss. Und mit dem anderen mache ich gleich noch mal ein Video. Ich schneide hier erstmal. Das gerade. Und zwar fange ich hier an. Und ich schneide das jetzt extra noch mal, damit ich gleich die Ränder alle mit Vintage-Foto eininken kann. Hier auch noch ein kleines Stück. So. Entschuldigung, das war laut, ne? Dann nehmen wir den hier. Und hier ist mein Vintage-Foto. Kann man das hier nämlich auch noch prima als Männerkarte benutzen. Und ich teste gerne noch weiter, falls noch jemand andere Ideen hat, wie ich das gut nutzen kann. Ich glaube, ich werde das auch noch mal mit ausgestanzten Teilen machen und partiell dieses Grün. Ich habe ja von Tim Holz diese Schmetterlinge, die mehrteiligen, und da werde ich das, glaube ich, mal für nutzen. Oder ich nutze es gleich für einen der Schmetterlinge in der Karte, die ich gleich mit euch zusammen mache, mit dem Papier, was wir gerade gesprüht haben. So. So sieht die Karte jetzt erstmal aus. Also, ich kriege das, glaube ich, nicht hin, dass ihr dieses Grün richtig sehen könnt, ne? Hier so überall zwischendurch ist dieses grandiose Grün. Aber so richtig hier überall an den Rändern von den Zahlen ist dieses Grün hier so auch, aber ich weiß nicht. Kann meine Kamera das einfangen?
Also man sieht es ein bisschen, aber nicht so, wie ich es gern. Also ich sehe es, aber ich kann es nicht für euch irgendwie einfangen. So, dieses Video ist jetzt erstmal zu Ende. Zeige ich euch noch das und dieses hier. Also hier ist ja das Grün mal der Mega-Hammer. Ich muss sehen, was ich aus dieser Karte noch machen kann. Und hier ist die, die immer noch nass ist. Und deswegen ist der Schimmer auch noch nicht zu sehen. Aber ich zeige euch das im nächsten Video. Bis dann erstmal. Tschüss.